Bäuerin zu sein ist für mich ganz schön. Ich kann mir nie etwas anderes vorstellen. Man kann selbstständig sein, man kann sich die Arbeit einteilen. Man ist auch viel in der Natur. Man kann das mit Jahreszeiten abstimmen. Also für mich ist das ein sehr erfüllter Beruf. Was mir ganz am wichtigsten ist, dass man einfach die Kinder schon dafür begeistert, dass die Landwirtschaft etwas Schönes ist. Hauptsächlich die Kinder, die von nicht bäuerlichen Familien kommen, die wissen nicht, dass der Bauch stinkt, der Bauch ist grausig, die Kühe scheißen, wir wissen es ja. Und somit auch ein bisschen das letztere Bild, was die Bauern oft in einem Dorf bekommen, weil natürlich die Maschinen vorne, stinken die landwirtschaftlichen Maschinen. Ich meine, für die Autos siehst du es vielleicht weniger, oder sind Rumpeln weniger. Wenn man versteht, im Beruf Bären zu haben, dann geht es einem gut. Also, man ist selbstständig, man kann wirklich die Arbeit einteilen, wie man sie möchte. Man kann die Arbeit machen oder eigentlich den Hof so gestalten, was ich gern tue. Und also mir gefällt mein Beruf so gut. Also ich bin schon stolz auf meinen Beruf. Und mir hat die Arbeit von Anfang an gut gefallen. Und ich muss auch sagen, die Wertschätzung von allen, von meinem Mann, dass sie auch daheim mitarbeitet. Sie haben mir alles gezeigt. Ich habe ja gar nichts gekannt. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie man in einem Weiner Kralab anreist oder wie man wimpt. Das war für mich alles Neuland. Aber einfach mit den Jahren lernt man einfach dazu. Und wenn man selber will, ist das das beste Mittel. Wir haben angefangen vor 5 Jahren selber Produkte zu produzieren, weil wir selber ja gute Sachen gerne essen. Vor allem gute Wurst, gesunde Schweine, die aus gesundem Futter geworden sind und gesunde Rinder, Ochsenfleisch, Rindfleisch. Und dann haben wir uns eben gedacht, dass wir das eben auch die anderen Leute eben verkaufen können. Ja, ich habe auch schon einmal gesagt, wir sind nicht der Krapfenbach-Verein vom Dorf und wir sind auch nicht ein politisches Sprungbrett, sondern wir sind die Bäuerinnen und insofern ist es mir wichtig, dass wir für die Bäuerinnen, für die Frauen im Dorf etwas tun, sei es auf berufsspezifischer Ebene, aber auch vor allem auf menschlicher Ebene. Ich habe einen ganz tollen Ausschuss. Frauen, die sich die eine Meinung haben, die auch kritisch sind und die Ideen haben. Und mit dem Bäuerinnen sein, das ist sagen schon sehr selbstbewusst. Also sein wirklich der Großteil sein als starke Frauen. Und ich denke, das hat etwas mit der Natur zu tun und so, weil ich das einfach auch stark gemacht. Ne? Das ist es gibt doch viel Kraft und so und ich glaube, du siehst auch, wie du das gestalten kannst und so und das ist von mir ja Gleichberechtigung. Die Arbeit muss im Freien sein, das ist für mich das Schönste. So eine Freiheit, was man halt in der Natur, das ist für mich das Schönste. Für mich ist die Landschaft ein Wert und der Hof ein ganz wichtiger Wert. Das, was wir von uns für die Generationen davor übernommen haben, wo schon viele Generationen drauf gebuckelt und hart gearbeitet haben, dass wir das irgendwie weitergeben können in die jungen Leute. Das,
muss auch sein. Also du musst schon schauen, nicht leibuckeln. Also du musst schon schauen, mal einmal einen Tag oder halt eben einen Abend einmal oder man geht einmal auf die Bergwiese oben mal ein bisschen Luft brauchst auch mit den Kindern einmal. Sich einmal mit der Biene beschäftigt hat, nachher lässt man das auch nicht mehr los. Und ja, lernen muss schon auch, dass du ein bisschen die Ruhe bewahrst, wenn du zu einem Volk gehst. Und dann kommst du auch nicht so hektisch. Und das kommt eher wieder ein bisschen zurück. Einfach der Meinung, dass wenn wir alle gemeinsam an einen Strand ziehen, sind wir eben auch imstande, vor allem für unsere politischen Vertreter im Landtag, unsere Stimme geltend zu machen. Und das geht einfach wenn wir zusammenhalten. Deswegen ist das wirklich der Zusammenhalt zwischen den Berg- und Talbauern jetzt noch wichtiger denn je. Wir kommen beim Feuer, wenn wir uns öffnen und wenn wir ihnen sagen, was wir arbeiten. Weil eben ganz viel, vielleicht nicht bewusst, aber weil Unwissenheit da ist, wie ein Alltag auf den Bauernhof geht, dass man es auch positiv nach außen bringt, das bäuerliche Leben. Und die Produkte, was wir produzieren, selber konsumieren und mit Freude selber konsumieren. Und wir kommen viel, wenn sie sehen und erleben, dann wird es vielleicht auch besser werden. Die Bayerinnen sind für mich einmal in erster Linie ganz gute Freundinnen. Also das ist einmal, wir haben einen super Zusammenhalt. Wir haben zusammengewachsen als neuer Ausschuss in den letzten 2-3 Jahren. Es ist einfach auch eine Gemeinschaft. Da gehört man zusammen, da gehört man dazu. Das ist etwas ganz Schönes. Die Gäste, die zu uns in den Stall kommen, das sind auch unsere Kunden irgendwo. Nicht? Und die haben oft wirklich keine Ahnung mehr. Der Butter wird aus Mehl gemacht und die Heumilch wird aus dem Heu ausgedruckt. Und das, wenn sie da reingehen und das sehen, und die kommen aus dem Staunen immer raus, dass die wirklich Hai fressen, dass da leider so wenige sein, staunen auf Tiere, die in deren Kopf ist Massentierhaltung. Als gäbe es uns gar nicht.